Ich heiße Raphael Rüda, ich wohne in Villach-sur-Glâne. Ich habe einen Landwirtschaftsbetrieb mit meinem Onkel zusammen. Wir haben vor allem Milchvieh und Ackerbau. Meine Ausbildung habe ich auf verschiedenen Lehrbetrieben gemacht. Das war das Gangspack und das Westerhaie. Und das Gangschnöpf war eine Theorie. In der Landwirtschaft ist es eigentlich auch wichtig, dass man regional produziert und regional einkauft. Das sieht man jetzt, je länger ich mehr sieht man Hofleiter zum Beispiel. Also auch der Konsument hat die Verantwortung, dass er regional einkauft. Da ist sicher mal der Transport, der wegfällt. Und das wird, ist eine gute Auswirkung auf das Klima. Momentan haben wir noch keine spezielle Anpassung an das Klima mit unseren Kulturen gemacht. Bis jetzt sind wir noch recht gut weggekommen. Klar, wir haben ein bisschen Futtermangel gehabt, weil es einfach trocken war. In Zukunft weiß ich nicht, wie das aussieht, wenn es zum Beispiel noch trockener kommt, dass einfach unsere Kulturen nicht mehr anpasst an das Klima. Also ich habe jetzt mich noch nicht so mit dem befasst, aber es wird sicher die das so Sachen machen, ist sicher etwas Interessantes, was ich auch könnte helfen. Ja, das wird natürlich schwierig sein, weil es natürlich, wenn du einen Schaden hast von der Trockenheit, da wird nicht nur mehr Betrieb betroffen sind, da wären Haufen betroffen sind. Und da wären Prämien einfach dementsprechend hoch sind. Und wird auch schwierig sein zu zahlen. So. Das war schon viel diskutiert, eben, dass Konsumenten eigentlich das Fleisch ein bisschen weniger konsumieren sollten. Aber eben jetzt, vor allem in der Schweiz haben wir Haufen Flächen, die einfach nur aus Grünfläche genutzt kann, weil so keine andere Kultur da anbauen kann. Und darum muss man eigentlich auch Tiere haben, man muss Milchwirtschaft betreiben und auch Mast. Oder? Und das, etwas anderes kann man einfach auf diesen Flächen nicht produzieren. Also von den Grossverteilern, die sind natürlich auch angewiesen auf uns. Von der Landwirtschaft, oder? Und die müssen natürlich auch gucken, dass wir überleben. Aber von ihnen aus ist natürlich auch klar, dass sie vor allem auf sich gucken. Das würde jeder Betrieb eigentlich für sich auch.